Kurz vor dem Achtelfinale Österreich gegen Türkei schalten wir zu Andi Felber ins Stadion. Ungarns Regierungschef Orbán ist erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Der Sommer kommt erst am Freitag wieder zurück. Herzlich willkommen bei Aktuell am Abend. Heute um 21 Uhr ist Anpfiff. Österreich spielt im EM-Achtelfinale gegen die Türkei. Eine historische Chance, denn mit einem Sieg wäre das Nationalteam aus Österreich zum ersten Mal in einer Europameisterschaft im Viertelfinale. Am Flughafen heute waren schon einige Fußballfans am Weg Richtung Leipzig anzutreffen. Und auch in der Innenstadt von Leipzig feiern schon den ganzen Tag die Österreich-Fans, die jetzt langsam zum Stadion aufbrechen. Die Hoffnung ist groß, denn das ÖFB-Team geht als Gruppensieger vor Frankreich und den Niederlanden als Favorit in das Spiel. Und ORF-Sportreporter Andi Felber ist natürlich vor Ort und wir schalten jetzt live zu ihm. Andi, in knapp 2 Stunden geht's los. Wie ist denn die Stimmung? Ja, die Stimmung ist hervorragend hier in Leipzig, den ganzen Tag lang, speziell ab der Mittagszeit. Viele Fans aus Österreich, viele Fans auch der türkischen Nationalmannschaft in der Innenstadt haben sie friedlich gefeiert, haben friedlich für ihre Mannschaft gesungen. Und jetzt schön langsam, knapp 1,5 Stunden vor Spielbeginn, trudeln die Fans im Stadion ein. Und es ist eine friedliche Stimmung, eine positive Stimmung. Und für Österreich kann ja heute etwas Sporthistorisches passieren, nämlich zum ersten Mal in ein EM-Viertelfinale einzuziehen. Wie ist denn der aktuelle Stand? Gibt es denn da schon Informationen? Kannst du uns etwas verraten über die Aufstellung? Ich weiß die Aufstellung noch nicht, aber ich glaube, ich kann schon etwas verraten. Ziemlich sicher werden Konrad Leimer und Christoph Baumgartner wieder in die Startelf rücken. Die waren ja gegen Niederlande nicht von Beginn an mit dabei. Vielleicht auch mit dem Grund, weil sie gelb gefährdet sind. Und da hat der Teamchef gemeint, naja, die beiden, die will ich unbedingt in einem Achtelfinale dann am Spielfeld haben, in der Startformation haben. Und da ist dann die Frage, wer spielt nicht, wer sicher nicht spielen wird. Das ist Patrick Wieber, er ist gelb gesperrt. Romano Schmidt, großes Fragezeichen, spielt Romano Schmidt oder bekommt doch wieder Florian Grillitsch den Vorzug, einer der beiden Sechser. Florian Grillitsch hat ja bislang alle 3 Partien in der Startelf gespielt. Wer ziemlich sicher auch wieder in der Startelf sein wird, das ist Kevin Danso, der Innenverteidiger von Lens. Er hat in der ersten Partie 90 Minuten sensationell gegen Frankreich gespielt, in der zweiten Partie dann nur 30 Minuten und auch er wurde in dem letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande geschont. Jetzt muss ich kurz lachen oder grinsen, weil hinter mir die Fans, die schreien natürlich schon, OF ist da, etc., etc. Die sind alle gut drauf, alle schon guter Laune und sind natürlich alle sehr, sehr siegessicher. Ja, Kevin Danso, der wird sicher wieder spielen. Wer neben ihm in der Innenverteidigung spielen wird, das ist noch offen. Ob es ein Maxi Weber sein wird oder ein Philipp Lienhardt, das ist noch offen. Und links in der Defensive Philipp Wehne oder Alexander Prass, das ist auch noch ein ganz großes Fragezeichen. Ganz vorne wird wahrscheinlich Marko Arnautovic wieder die Solospitze geben. Ja, wie du gerade gesagt hast, man sieht da schon die Fans, die ins Stadion gehen, die sind natürlich schon voller Vorfreude. Der Countdown läuft. Wie muss man sich das denn jetzt vorstellen, so kurz vor dem Spiel? Wie schauen denn da die Vorbereitungen aus? Ja, untertags ganz normal, Vormittag ein Anschwitzen hat es gegeben, dann ein Mittagessen, das ein wenig später, um 14 Uhr Nachmittagsruhe, dann 17.30 Uhr Jause, 18 Uhr nochmal eine kurze Besprechung, Teamchef mit den Spielern. Die Spieler wissen ja schon seit gestern, seit dem Abschlusstraining, die Aufstellung, wie die Startelf aussehen wird. Dann ca. 19 Uhr, 19.15 Uhr, also jetzt gerade ist die Anfahrt Richtung Stadion. 19.30 Uhr, 1,5 Stunden vor Spielbeginn, muss der Mannschaftsbus hier im Stadion in der RB Leipzig Arena, die etwas mehr als 40.000 Zusehern Platz bietet bei dieser Europameisterschaft. Da muss die Mannschaft dann hier im Stadion sein. Um 20 Uhr circa herum geht es hinaus zum Warm-up. 20.45 Uhr versammelt man sich dann im Tunnel, also im Innenraum des Stadions. Und dann circa 10 Minuten vor Matchbeginn, 20.51 Uhr, 52 geht es dann hinaus, werden die Hymnen gespielt. Und um 21 Uhr dann der Kickoff zum EM-Achtelfinale, zum letzten Achtelfinale bei dieser Europameisterschaft zwischen Österreich und der Türkei. Die Österreich übrigens als Heimmannschaft hier tituliert, also das Spiel heißt Österreich gegen die Türkei. Also top vorbereitet. Andi Felber, vielen Dank für diesen Live-Bericht. Wir drücken die Daumen.
Damit zu einem ganz anderen Thema. Einen Tag nach Beginn der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft ist Viktor Orbán in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Es ist der erste Ukraine-Besuch des ungarischen Regierungschefs seit Kriegsbeginn. Militärische Hilfe für die Verteidigung gegen Russland lehnt Orbán nach wie vor ab. Stattdessen drängt er auf Verhandlungen mit Putin. Die Bilder sind filmreif, der Händedruck freundlich, der Empfang beinahe herzlich. Und doch ist das Verhältnis zwischen diesen zwei Männern seit langem unterkühlt. Ganze 2,5 Jahre Krieg hat Viktor Orbán verstreichen lassen, bis er Präsident Volodymyr Zelensky in Kiew einen Staatsbesuch abstattet. Dass er kein Unterstützer der Ukraine ist, hat der ungarische Regierungschef nie zu einem Geheimnis gemacht. Dass er militärische Hilfe für die Ukraine ablehnt, auch nicht. Doch heute versucht sich der bekennende Putin-Sympathisant als Friedensvermittler. Eine befristete Waffenruhe würde die Chance bieten, Friedensgespräche zu beschleunigen. Ich habe diese Möglichkeit mit dem Präsidenten besprochen und bin dankbar für seine ehrlichen Antworten. Selenskis Antwort dürfte ein klares Nein gewesen sein. Bei der Pressekonferenz ist ihm Orbáns Vorstoß nicht einmal eine Erwähnung wert. Der Besuch des ungarischen Regierungschefs bleibt an Ergebnissen bescheiden, dafür reich an Bildern. Berichtet Paul Kriese. Wir kommen nach Österreich, wo es in den kommenden Tagen im Parlament noch mal ein dichtes Programm gibt. Auf die Abgeordneten wartet ein dreitägiger Sitzungsmarathon, bevor es in die Sommerpause geht. Und die Opposition steht schon in den Startlöchern. Während die SPÖ einen Kassasturz vor der Wahl fordert, warnen die Neos vor Wahlzuckern. Und die FPÖ hat einen Misstrauensantrag angekündigt. Bevor es in die Sommerpause geht, stehen ab morgen im Parlament noch rund 60 Gesetzesbeschlüsse auf dem Programm. Bei der SPÖ nutzt man den dreitägigen Sitzungsmarathon, um nochmals mit der schwarz-grünen Regierung abzurechnen. Wir haben noch nie eine Bundesregierung gehabt, die so viel Geld ausgegeben hat und damit so wenig erreicht hat. Wir haben auf der einen Seite Rekordausgaben und ein Rekorddefizit, auf der anderen Seite schrumpft die Wirtschaftsleistung, Wirtschaft stagniert und auch die Arbeitslosigkeit steigt. Die Neos warnen unterdessen vor parlamentarischen Schnellschüssen und dem Verteilen von Wahlzuckerln. Ich glaube der ÖVP nicht, wenn sie sagt, nein, nein, wir warnen davor und wir werden das nicht machen und deswegen haben wir die Regierung nicht aufgekündigt. Es war die ÖVP in mehr als 50% der Fällen, wenn man sich budgetär anschaut, bei den Wahlzuckern dabei. Und wir wissen alle, wie insbesondere Sitzungen dann knapp vor dem Wahltag ablaufen. Die FPÖ wird einen Misstrauensantrag gegen die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler einbringen. Die Abstimmung darüber bezeichnen die Blauen als Nagelprobe für die ÖVP und Gewissensentscheidung für die türkisen Abgeordneten. Und hier in ORF 3 können Sie die Plenarsitzungen an allen 3 Tagen live mitverfolgen. Die Teuerung ist laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Juni wieder etwas gesunken auf 3%, nachdem es im Mai noch 3,4% waren. Die Inflation ist damit auf dem niedrigsten Wert seit Juli 2021. Laut Statistik Austria kurbeln die Preise für Nahrung und Treibstoffe die Teuerungsrate derzeit wenig an als zuletzt. Auch in der Gastronomie sind die Preisanstiege geringer ausgefallen als in den vergangenen Monaten. Dennoch liegen die Preise hier weiterhin deutlich über dem Durchschnitt und die Inflation liegt in Österreich auch weiter spürbar über dem Schnitt der Eurozone. In Österreich steigt die Zahl der Krankenstandstage. Das zeigt der aktuelle WIFO-Fehlzeitenreport. Erstmals wurden 2 Jahre gemeinsam erfasst, 2022 und 2023. Ein Grund für den Anstieg ist auch das Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen. Im Schnitt war jeder, der unselbstständig arbeitet, im vergangenen Jahr 15,4 Tage krankgeschrieben. Das ist eine erhebliche Steigerung zum Jahr 2021, die sich den Expertinnen und Experten zufolge vor allem mit Corona erklären lässt. Seit August 2022 wird eine Corona-Infektion nämlich als Erkrankung erfasst. Vorher galt sie als Absonderung. Auch das Wegfallen von Corona-Schutzmaßnahmen erkläre den Anstieg. Generell wolle man die Gesundheitskompetenz der Menschen mit präventiven Programmen fördern. Wir wissen hier aus internationalen Vergleichsstudien und im Jahr 2012 hat es die erste gegeben, letztes Jahr die zweite Studie, dass die Gesundheitskompetenz, also das heißt das Wissen der Menschen, was krank macht, was gesund erhält, ganz einfach formuliert jetzt einmal, in Österreich unterentwickelt ist. Alarmierend sei die Anzahl der Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen bei jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Bis 2030 wolle man in allen Versorgungsregionen Österreichs psychosoziale Versorgungszentren errichten.
In Griechenland kämpfen hunderte Feuerwehrleute gegen mehrere große Wald- und Buschbrände. In den vergangenen 24 Stunden sind im ganzen Land ca. 50 Feuer ausgebrochen. Unter anderem brennt es auf den Inseln Kos und Kreta. In der vergangenen Nacht mussten mehrere Hotels evakuiert werden. Hunderte Touristen haben die Nacht auf Sportplätzen verbracht. Die Brände auf der Insel Kos sind ihren Hotels gefährlich nahe gekommen. Sie wurden vorsichtshalber evakuiert. Durch Dürre und starken Wind haben sich die Feuer rasch ausgebreitet. Auf Kos und Chios sind mehrere hundert Feuerwehrleute im Einsatz. Auch im Norden der Halbinsel Peloponnes und in Mittelgriechenland herrscht Brandgefahr. Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis lobt die Arbeit der Einsatzkräfte und er warnt. Wir müssen uns gut auf den Sommer vorbereiten, denn wir erwarten, dass er besonders gefährlich wird. Die Feuerwehr hat die Lage inzwischen weitestgehend unter Kontrolle. Die Touristen, die die Nacht auf dem Sportplatz verbracht haben, sind wieder in ihre Hotels zurückgekehrt. Diese Woche haben die Ferien im Osten Österreichs begonnen. Am kommenden Wochenende startet dann auch der Rest des Landes in die Freizeit. Viele Menschen wollen die im Süden verbringen. Und das, obwohl der Urlaub heuer wieder deutlich teurer sein dürfte. Der Urlaub hat für die Österreicherinnen und Österreicher einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das merken wir in den Reisebüros. Also die Nachfrage ist groß. Wenn auch die Preise, wie Sie schon erwähnt haben, wiederum heuer zum Vorjahr leicht gestiegen sind. Führer des Reiseanbieters Ruefa, Michele Fanton. Im Schnitt sind die Preise für den Urlaub um 4% höher als im vergangenen Jahr. In manchen Ländern sind die Preise sogar fast um ein Fünftel gestiegen. Das Lieblingsurlaubsland der Österreicherinnen und Österreicher bleibt wie in den Vorjahren Italien, dicht gefolgt von Kroatien. Weiter geht das Ranking mit Griechenland, Spanien, Deutschland und der Türkei. Aber auch daheim in Österreich wird gerne Urlaub gemacht und da kommt am Freitag das sommerliche Wetter wieder zurück. Davor wird es aber noch unbeständig. Hier sind die Aussichten. Heute Abend muss man noch mit etwas Regen rechnen, vor allem von Bregenz bis Salzburg. Morgen ziehen dann vielerorts Schauer durch. Länger trocken und auch länger sonnig ist es im Osten und Süden Österreichs und das bei 18 bis 24 Grad. In den nächsten Tagen geht es teils sonnig weiter, deutlich wärmer wird es am Samstag. Der Sonntag verläuft dann zunehmend gewittrig. Spannende Gäste begrüßt heute Patrick Zerger-Holder in Kultur heute. Der österreichische Singer-Songwriter Peter Cornelius geht wieder auf Tour und ist heute bei mir zu Gast im Studio. Und ich spreche mit Autor Klaus Zeiringer über Fankultur und die positiven wie negativen Aspekte der Fußball-Europameisterschaft. Das alles und noch mehr ab 19.40 Uhr in Kultur heute. Und bevor Kultur heute losgeht, sehen Sie direkt im Anschluss Nachrichten in einfacher Sprache. Wir freuen uns, wenn Sie dranbleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haben Sie einen schönen Abend.